wünsche allen Kindern, Eltern und Freunden vom Regenbogenland erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich bin die Meral Alma und ich habe euch heute auch eine ganz besondere Geschichte mitgebracht. Das ist die Geschichte eines Träumers. Und zwar ist es ein Delfin, der heißt Daniel. Ich zeige euch das mal hier. Da sehen wir Daniel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und in den Tiefen des Meeres. Und ein Freund von ihm, den ihr im Laufe der Geschichte noch kennenlernen werdet. So, ich würde sagen, seid ihr bereit? Gut, dann starten wir und tauchen ein in die Geschichte. Also, der Delfin, die Geschichte eines Träumers. Irgendwo im unendlich großen Meer liegt ein kleines Meer, das von Korallenfelsen umgeben ist. Dort lebt seit einiger Zeit glücklich und zufrieden ein kleiner Schwarm Delfine. In ihrer stillen Lagune haben sie alles, was sie zum Leben brauchen: Wasser, Sonne, ausreichend Nahrung und Schutz. Denn wenn ein Sturm über das große Meer braust, sind sie hinter ihren Felsen sicher und geborgen. Zu dem Schwarm gehört auch eine Delfinfamilie mit Mama, Papa, dem großen Elia, der kleinen Fia und mit Daniel, der nicht mehr klein, aber auch noch nicht groß ist. Bis vor kurzem spielte er am liebsten mit seinen Geschwistern und Freunden. Doch jetzt schwimmt er oft verträumt alleine hin und her. Dabei springt er ständig aus dem Wasser empor und reckt neugierig seinen Kopf, um für einen kurzen Moment über die Felsen zu schauen. Es sieht aus, als ob er nach etwas Bestimmten Ausschau hielte. Und das ist wirklich so. Und hier, das zeige ich euch mal. Ich stelle mal ein bisschen die Kerze zur Seite. So, ich hoffe, ihr könnt sehen. Da sehen wir den Delfin hin und her schwimmen und die Felsenlandschaft. Und da bekommt er zwischendurch die Möglichkeit, einfach in die Ferne zu blicken und seiner Neugier zu folgen. Ja. Seitdem Tante Manta sie neulich besucht und von den wunderbaren Wellen draußen im großen Meer erzählt hat, kann Daniel beinahe an nichts anderes mehr denken. Wellen, die größer als der höchste Lagunenfelsen sind, die sich zu riesigen Wassertunneln aufrollen und wild zusammenbrechen. Daniel hat nur noch einen Wunsch. Ich möchte hinaus ins große Meer, zu den wunderbaren Wellen. Dann kann ich mit ihnen spielen und mich darin tummeln, verkündet er begeistert. Seine Eltern sorgen sich und warnen ihn: Das ist zu gefährlich. Bleib in unserer Lagune, hier kann dir nichts geschehen. Doch Daniels Wunsch wird von Tag zu Tag größer. Eines Morgens erwacht er schon weit vor Sonnenaufgang. Es ist vollkommen still in der kleinen Lagune. So still, dass man das Meer hinter dem Felsen hören kann. Daniel lauscht. Es ruft mich, denkt er und schwimmt unruhig hin und her. Plötzlich springt er aus dem Wasser. Er springt so hoch wie noch nie, über die Felsen hinweg und taucht mit einem kühnen Schwung ins große Meer ein. Nanu, was machst du schon so früh alleine hier? Erkundigt sich Serafina, die alte Meeresschildkröte, erstaunt. Daniel antwortet ihr und merkt es jetzt, wie unendlich groß das Meer ist. Ängstlich schaut er sich um. Und sein großer Wunsch wird dabei immer kleiner. Das spürt Serafina und meint: Ein Wunsch kann durch Angst vertrieben werden, aber ein mutiger Wille nicht. Sag, willst du den Wellen begegnen? Nachdenklich blickt Daniel auf das Meer hinaus. Und schon fallen ihm die wunderbaren Wellen wieder ein. Nun ist er sich ganz sicher. Er will sie kennenlernen, aber nur, wenn Serafina ihn begleitet. Das mache ich gerne, Daniel Delfin, sagt sie, denn die Vorsicht sollte bei allem Mut und Willen immer dabei sein. Da verschwindet auch Daniels letztes bisschen Angst und die beiden schwimmen gemeinsam los, ins weite Meer hinaus
der Morgensonne entgegen. Und hier sehen wir die beiden am Anfang ihrer Reise. Ja, da geht's los. Was da wohl noch alles passieren wird. Unterwegs begegnen sie den unterschiedlichsten Meeresbewohnern. Und Daniel kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Gib gut Acht, sagt Serafina. Dann kannst du viel lernen. Denn nicht alleine die Wellen. Pass auf, da kommt eine große Wand, warnt Daniel sie erschrocken. Das ist keine Wand, das ist Nikodemus, der große Wal, sagt Serafina lachend. Wir sind gute alte Freunde. Nachdem sie sich herzlich begrüßen, will Nikodemus wissen, wohin Serafina mit Daniel unterwegs ist. Die beiden erklären es ihm und der alte Wal hört aufmerksam zu. Dann blickt er Daniel freundlich an und meint, gib gut Acht, Daniel Delfin, dann kannst du viel lernen. Denn nicht allein die Wellen sind wesentlich für dich, sondern auch dein Weg dorthin. Serafina muss schmunzeln. Genau das wollte sie Daniel vorher auch sagen. Und hier sehen wir diesen riesengroßen Wal. Boah, ich hoffe, ihr könnt ihn alle sehen. Ist schon ganz schön groß. Vor allen Dingen, wenn man mal, ich hoffe, ihr könnt es sehen, wenn man mal die kleine Schildkröte sieht und den Delfin so im Verhältnis, dann merkt man erstmal, wie groß so ein Wal ist. Aber sehr freundlich. Mit der Zeit treffen sie immer weniger Tiere, schwimmen still nebeneinander her. Plötzlich ertönt ein Hilferuf. Es kommt aus dem Algenwald, der vor ihnen liegt. Serafina schwimmt schneller. Sie will nachsehen, wer dort in Not ist. Daniel zögert noch. Der dunkle Wald macht ihm Angst. Serafina wartet geduldig und fragt, was könnte dir passieren? Daniel überlegt, nichts, denn du bist ja da, ruft er und folgt ihr in das dunkle Grün. Sie müssen nicht lange suchen, bis sie einen kleinen Seehund entdecken, der Augustin heißt und sich in den Algen verfangen hat. Während Daniel und Serafina ihn befreien, erfahren sie, dass er einmal zu weit von seiner Familie fortgeschwommen war und sie dadurch verloren hatte. Als Daniel das hört, überkommt ihn ein beklemmendes Gefühl, aber nur für eine Sekunde, denn schon erkundigt sich Augustin, wo wollt ihr beide eigentlich hin? Daniel erzählt von den Wellen und dabei kommt ihm eine Idee. Willst du uns begleiten, fragt er. Au ja, ruft der kleine Seehund freudig und Serafina, die still zugehört hatte, lächelt weise. Sie ahnt, wie gut es ist, dass die beiden sich gefunden haben. Und jetzt geht die Reise zu dritt weiter. So ist das ja manchmal. Kaum haben sie den Algenwald hinter sich gelassen, kommt ihnen ein neuer Meeresbewohner entgegen. Noch nie zuvor sind Daniel und Augustin einem seltsamen Riesenfisch wie diesem begegnet. Wie unheimlich seine vielen schwarzen Augen aussehen, sagt Augustin und schüttelt sich. Ja, aber er macht schöne Wellen, ruft Daniel begeistert und schwimmt dem weißen Ungetüm hinterher. Aber Serafina ruft ihn sofort zurück und warnt die beiden. Das ist kein Fisch, das ist ein Schiff. Haltet euch davon fern. Die meisten sind sehr gefährlich und fügen uns Meerestieren nur Schaden zu. Und nun kommt, wir wollen eine kleine Pause machen. Sie kennt in der Nähe eine Höhle. Dort können sie sich ausruhen. Doch als sie es sich gerade bequem machen wollen, droht die nächste Gefahr. Lange Fangarme dringen plötzlich in die Höhle ein. Wie dicke, dunkle Schlangen gleiten sie lautlos durchs Wasser und kommen den Freunden immer näher. Daniel und Augustin erstarren vor Schreck. Los, schnell weg hier! Das sind die Arme von Lucius, dem Wunschfänger, ruft Serafina und schiebt die beiden vor sich her. Dem Wunschfänger? Fragt Daniel und schaut entsetzt zurück. Ja,
sagt Serafina. Er lebt von den Wünschen anderer und saugt sie aus ihnen heraus. Mehr kann sie nicht erklären, denn schon taucht das Ungeheuer im Höhleneingang auf. Blitzschnell schwimmen die drei davon. Wie gut, dass Serafina einen zweiten Ausgang kennt, durch den sie entwischen können. Während sie rasch zur Meeresoberfläche aufsteigen, hören sie ein fürchterliches Gebrüll. Es kommt von Lucius, der sich bei dem Verfolgungsjagd selbst in seinen vielen Fangarmen verheddert hat. Nun steckt er wie ein dicker, dunkler Pfropfen im Höhlenausgang fest und kann weder vor noch zurück. Und hier sehen wir das, wie sie da noch entfliehen können. Und da sehen wir seine langen Fangarme und wie die drei es dann noch schaffen, wegzuschwimmen. Erleichtert lassen sich die Freunde auf dem glitzernden Wasser treiben und genießen die warme Sonne. Nach einer Weile tauchen sie wieder ab und stellen mit Verwunderung fest, dass es hier unten beinahe noch mehr leuchtet und funkelt als oben. Der Glanz kommt von einem prunkvollen Korallenblau. Wer hier wohl wohnt? Sie lugen vorsichtig durch einen kleinen Spalt zwischen den Korallen und sehen eine mächtige Qualle, umringt von ihrer Familie. Das muss die Quallenkönigin sein, flüstert Serafina. Sie hat unzählige Meerestiere mit ihrem Reichtum hierher gelockt und dann zu ihren Dienern gemacht. Jetzt verstehen Daniel und Augustin auch, warum so viele kleine Tiere emsig um die Quallen herumschwimmen und dabei so traurig aussehen. Wir müssen sie retten, wispert Augustin. Sie warten. Als in dem Korallenblau das Licht langsam erlicht, legt sich die königliche Quallenfamilie schlafen. Nur ihre fleißigen Diener sind noch wach und ahnen nichts von den dreien dort draußen und was diese sich vorgenommen haben. Und hier sehen wir mal, wie das so, wie Quallen dann im Meer aussehen und in der Tiefe und in der Dunkelheit und ihre Farben und das Licht drumherum. Auf einmal knackt es, dann ist es still. Noch ein Knacksen, wieder Stille und noch einmal. Geschafft! Serafina hat ein großes Stück der Koralle mit ihrem kräftigen Panzer zertrümmert. Kaum haben die kleinen Gefangenen das Loch gesehen, strömen sie hinaus in die Freiheit. Nur einige wenige von ihnen wollen lieber in ihrem vertrauten Gefängnis zurückbleiben. Eiligst verlassen die Freunde diesen Ort, umringt von den vielen kleinen Meerestieren. Wir wollen euch begleiten, rufen sie freudig. Als sie jedoch sehen, was da auf sie zukommt, sind sie im nächsten Augenblick allesamt verschwunden. Es ist ein Hai. Er kommt durchs Wasser geschossen, geradewegs auf die drei zu. Und wie böse er aussieht. Daniel und Augustin gehen schnell hinter Serafina in Deckung. Hallo, mein Freund, was ärgert dich so? Ruft sie freundlich und schwimmt dem Hai entgegen. Hä? Macht dieser und hält ruckartig an. Warum schwimmst du nicht davon? Fragt sie vollkommen verdutzt. Warum sollte ich das tun? Erkundigt sich Serafina. Weil das alle machen, antwortet der Hai. Aber ich kenne dich doch gar nicht, entgegnet Serafina. Ich heiße Heiner und ich habe keine Freunde, weil alle vor mir davonschwimmen. Das ärgert mich, sagt der Hai. Schaust du deshalb so böse? Fragt Serafina. Ja, brummt Heiner. Siehst du, und deshalb schwimmen alle vor dir davon, meint Serafina und lacht. Wenn du einen Freund haben willst, solltest du freundlich sein, sagt sie. Das sieht Heiner ein und will es sofort versuchen. Denn wie schön es ist, wenn einem jemand freundlich begegnet, hat er soeben selbst erfahren. Also hier können wir nochmal Heiner sehen, den Hai und die anderen drei. Und jetzt hat der Heiner ja auch was gelernt.
für die Zukunft und wird vielleicht auch ganz viele neue Freunde kennenlernen. Daniel, Serafina und Augustin setzen ihre Reise fort. Vor ihnen tauchen Felsen auf, doch weit und breit sind keine Wellen zu sehen. Daniel ist enttäuscht. Wann kommen wir endlich zu den Wellen? Fragt er ungeduldig. Hab Vertrauen, Daniel Delfin. Dann werden dir die Wellen entgegenkommen, sagt Serafina. Aufgeregt hält Daniel Ausschau. Mit einem Mal hört er ein dumpfes Grollen. Immer lauter wird es. Und dann kann er sie sehen. Sie kommen! Wie eine gewaltige Wasserwand nahen die Wellen heran. Sie wälzen sich den Felsen entgegen, türmen sich haushoch auf, machen eine Verbeugung tief, tiefer, bis sie vorüberfallen und einen riesigen Tunnel bilden. Daniel scheint es, als ob sie direkt auf ihn zurollen würden und er bekommt Angst. Aber dann sieht er Augustin. Der kleine Seehund springt mit einem kühnen Satz in eine Welle hinein, verschwindet ganz in ihrem Tunnel und taucht lachend wieder auf. Wie mutig dieses Kerlchen ist. Und wie gerne würde Daniel das auch sein. Fragend schaut er sich nach Serafina um, die ein wenig zurückbleibt. Sie ruft ihm etwas zu, aber Daniel kann es bei dem Getöse nicht hören. Er kann es nur erahnen. Und hier sehen wir mal so eine riesen Welle. Und die drei. Da fragt man sich natürlich, ob Daniel, der Delfin, gleich mal so mutig sein wird. Mit kraftvollen Zügen schwimmt er weiter. Und bei jedem Zug sagt er zu sich selbst, ich will. Plötzlich springt er aus dem Wasser und stürzt sich entschlossen in eine Welle. Diese ergreift ihn und wirbelt ihn herum, als ob sie ihn begrüßen würde. Dann wölbt sie sich langsam über ihn und im nächsten Moment haben die Wellen einen Tunnel gebildet und Daniel ist mittendrin. Da entdeckt er vor sich einen anderen Delfin, der an der Wellenwand entlang schießt, eine Drehung macht und elegant aus der Welle hinausgleitet. Daniel macht es ihm nach und lernt dabei schnell, worauf es ankommt. Ich muss mich einfach nur so bewegen, wie es zur Welle passt, denkt er. Mit jeder Welle wird er sicherer und schon bald kann er mit ihnen spielen und sich darin tummeln. War es nicht genau das, was er wollte? Oh, wie schön wäre es, wenn jetzt die Zeit ein wenig stehen bleiben würde. Und hier sehen wir den mutigen Delfin und die Riesenwelle. Doch die Zeit bleibt nicht stehen. Sie vergeht. Mit ihr vergehen langsam auch die wunderbaren Wellen. Aber Daniel weiß, dass er ihnen immer wieder begegnen kann, weil er nun den Mut und den Willen dazu hat. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und alles zu erzählen, sagt er. Und auf einmal entdeckt er noch etwas, das er vorher nicht kannte. Daniel hat Heimweh. Bevor der Abend anbricht, erreichen sie die Lagunenfelsen. Daniels Herz pocht wild und er fragt, ob Mama und Papa wohl schimpfen werden, weil ich unser kleines Meer mutwillig verlassen habe. Serafina beruhigt ihn und sagt, das glaube ich nicht. Denn du hast nicht nur mit Mut und Willen, sondern auch mit Vorsicht gehandelt. Erleichtert springt Daniel hoch und taucht mit einem Schwung wieder in der stillen Lagune ein. Sofort wird er neugierig umringt und jeder will ihn zuerst begrüßen. Sie freuen sich alle so sehr, dass sie beinahe überhört hätten, dass hinter ihnen jemand Hallo ruft. Und hier sehen wir ihn wieder zurück in seiner Lagune und umringt von seiner Familie und seinen Freunden, die jetzt alle ganz neugierig sind, was er da draußen erlebt hat auf seiner Reise.
Das ist Augustin, stellt Daniel seinem neuen Freund vor. Und dann beginnt er zu erzählen. Von den verschiedenen Meeresbewohnern, vom Wunschfänger Lucius, von den befreiten Meerestierchen, von Heiner, dem freundlichen Hai und besonders von seinen beiden Freunden, der weisen Serafina und dem mutigen Augustin. Am längsten aber erzählt er von den Wellen, mit denen er spielte und sich darin tummelte, nachdem er seine Angst überwunden hatte. Als es dunkel wird, ziehen sich die Delfine des Schwarms nachdenklich zurück. Manche lächeln, weil sie spüren, wie ein Wunsch in ihnen wächst. Auch für Daniel und Augustin wird es Zeit, schlafen zu gehen. Beim Gute-Nacht-Sagen fragt Daniels Mama Augustin: Möchtest du nicht für immer hier bei uns bleiben? Der kleine Seehund antwortet mit einem delfinartigen Freudensprung. Denn immerhin gehört er ja nun zu einer Delfinfamilie. Da müssen alle lachen und Daniel ahnt, dass die Zeit, die vor ihm liegt, wunderbar werden wird. Und hier sehen wir auch, wie toll das so auf dem offenen Meer und auch im kleinen Meer und im großen Meer bei Nacht aussieht, mit dem wunderschönen Sternenhimmel. Und wie sehr sich auch Augustin freut, zur Delfinfamilie nun dazuzugehören. Als Daniel am nächsten Morgen aufwacht, traut er seinen Augen kaum. Seine Mama, sein Papa, Elia, Fia und viele andere vom Schwarm schwimmen unruhig hin und her. Dabei springen sie ständig hoch und recken neugierig ihre Köpfe, um über die Felsen zu blicken. Plötzlich springen sie aus dem Wasser. Sie springen so hoch wie noch nie, über die Felsen hinweg und verschwinden einer nach dem anderen dahinter. Staunend sagt Daniel und Augustin ihnen nach und jubeln so laut, dass sie die vertraute Stimme hinter ihnen beinahe überhört hätten. Es ist Serafina, die ein wenig länger gebraucht hätte, um über die Felsen bis zur Lagune zu gelangen. Gut gemacht, Daniel Delfin, sagt sie. Du hast Wünsche geweckt und andere mit deinem Mut angesteckt. Denn Mut kann ebenso ansteckend sein wie Angst. Und mit Mut wächst der Wille, sich Wünsche zu erfüllen. Und ihr, meine Freunde, habt mir dabei geholfen, ruft Daniel. Dann springt er hoch und landet wieder im unendlich großen Meer, inmitten seiner Familie und all den anderen, die nun auch zu den wunderbaren Wellen wollen. Ja, und hier sehen wir, wie sie alle angesteckt und inspiriert werden von dem kleinen, mutigen Delfin und seinen Freunden. Und nun auch über die Felsenlandschaft springen ins große, weite Meer. Auf ihre eigene Reise. Ja, das war die Geschichte eines Träumers vom Delfin. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen.